hat den Ball jetzt abgefangen, aber da kullert ihn durch die Füße, wieder vor die Füße eines Blauners und jetzt gibt es aber Einwurf für Blau. Okay, wollen wir nicht hören, das kommt der Befreiungsschlag. Ach, wollen wir gucken. Das ist schon der erste Huster heute, Bruno. Ja, das geht schon wieder los. So, jetzt Einwurf Blau über rechts, Höhe. Kurz, ja, Höhe, Eckfahne nicht ganz. Ich glaube, das ist die Aufregung, das ist ausgeführt. Und erneut Eckball, Herr Stürt, wer war es? Dennis Maas war das hinten. Kurz ausgeführt auf Philipp Zeiger, der bis zur Grundlinie schießt jetzt. Ne, wollte eine Ecke raus hinten, aber er schießt dabei selber ins Aus und dadurch Abstoß. Nico hat kurze Füße, konnte nicht treffen. Naja, ist ja auch zum nächsten Hive mit noch die Aktion. Dicket mit Herz, ja, oder HFC-Fans mit Herz. HFC-Fans mit Herz, da kann man der Konrad bestimmt noch mal was dazu sagen. Ja. Und dann sehe ich zwar noch nicht, aber. Nein. Doch, da ist schon, ich habe schon gesehen, das hat der hinten. Der hat von mir schon, nee, hat schon, so jetzt. Hat sich schon, hat die Zuhörer schon begrüßt. Im Vorfeld. Oh, Landenfuß von linken an, auf Haug, aber noch am blauen Fuß nach rechts. Mit der Fünfmann. Klären konnte. Richtig mit Fünfmann hinten. Das genau. Ist, wenn du hier siehst, ist eine fast eine Fünfer-Abwehrkette. Also unsere Jungs klopfen mal ab, welche Seite geht. Die muss natürlich auch wirklich erstmal geknackt werden. Das so, jetzt wieder über rechts. Wir haben Benisch. Tja, aber war zu kurz, das Zuspiel bleibt schon. Okay. Bleib es jetzt doppelt was mit Uni Lindner bis zur Grundlinie, Flanke kommt rein. Nee, nicht, da bleibt im Spiel und weil hoch über den Dorf rüber. Ja! Geil! Ja! Demo! Demo holt den Ball nach! Dorf unterspringt den Ball, er fällt ihm vor die Füße und er schiebt aus 5 Metern kurz ein. Oder Dennis? Demo oder Dennis? Demo! Ah, stand hier, das angestarrt. Prima. Jawohl. So geht es. 1:0 von der Halle. 12. Minute. In der 12. Spielminute. So ist so, soll es sein, Leute. Es geht an. Halle 16. Dennis. Maas. Also ich nehme alles zurück. Erstmal. Dennis. Danke. Also ich lasse es gleich mal stehen, was ich noch nicht geschrieben habe, weil es noch anschaut. Komm mal rein. So Dennis, für Halle TV, HFC TV, kurz erst Doppelpack, Regionalliga Nord. Wie wichtig ist dir das persönlich? Also es ist für mich halt wirklich der erste Doppelpack auch im Herrenbereich. Für mich persönlich ist es jetzt weniger wichtig, weil es ist mehr wichtig für die Mannschaft, dass wir einfach den Sieg heute geholt haben und unseren Vorsprung ausgebaut haben. Die für dich doch etwas nicht so gut verlaufende Hinrunde damit vergessen? Vergessen nicht. Ich denke, ich habe einfach vielleicht ein bisschen daraus gelernt, habe mich jetzt im Herrenbereich ein bisschen vielleicht mehr etabliert und habe das verbessert, was ich verbessern musste und probiere jetzt meine Bestleistung zu zeigen, dass wir aufsteigen. Dennis, ich weiß, die Frage nervt, aber nehmt ihr jetzt das Wort Aufstieg schon in den Mund? Na, ich denke, es sind noch 4 Spieltage bis zum Schluss. Wir haben jetzt 6 Punkte Vorsprung. Wir können es langsam in den Mund nehmen, aber wir müssen einfach jede Woche vom Neuen wieder bei Null anfangen und müssen uns konzentrieren auf die Aufgabe, die vor uns stehen und wieder gewinnen. Dazu drücke ich dir natürlich die Daumen, wir drücken dir alle die Daumen, alle Fans natürlich, wir wünschen das, dass wir aufsteigen und vielleicht noch mit dem einen oder anderen Tor von dir. Dennis, danke dir. Oh, jetzt geht's erst einmal in Höhen, der Laola will öffnen. Hey, Laola, das ist einfach nur. Trinkt erstmal auf. Steht auf in der Lenzerset. Ich sehe das am Radio, also alles hoch, ich habe jetzt... Aufstehen, ich habe aufstehen, dass die 4 jetzt kommen, wir sehen das jetzt. Hallo. Jetzt macht das einfach auch Spaß. Wo sitzt hier jetzt? Ulstein, das soll ich noch sicher nicht sagen. Michael Patrick? Michael Patrick, genau vor uns. Da klatscht man nicht mit, aber den kriegen wir auch gleich. Aber das ist sehr typisch mit der Haupttribüne. Da verpasst man wieder nichts. Ein. Da lassen wir auch der August ein bisschen rüberkommen. Ah, hört dazu. Saugt sie auf, wie die Muttermilch. Ich würde auch nächste Woche Cottbus noch einmal Radio mitmachen und dann ist für mich erstmal. Angelo auf mit dem 2-0. Einfach hofft und rüber und schickt einfach ein. 2-0, so einfach, wenn es geht, einfach und Fuß. Der unachtsam gelber blauer Abwehr und da war es ein Dünne Lindenmann, spielt einfach mal Richtung Spiel drüber. Richtung Tor, ja. Ja, er versucht den Ball wegzuspringen. Er spielt drüber, der Ball ist drin. Und in der 17. Spielminute das 2-0 für unser Landschiff C. Geil. Spielstand im Erdbeersportpark. Alles 2-0.
Und er trifft mit der Rücknummer 18 natürlich in der 18. Spielminute. Angelo! 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 Danke! Es wird, nimmt Gönn. Aber herzlich willkommen, 600 Zuhörer. Jetzt, ja, so spielt der Aufsteiger, so spielt der Aufsteiger. So, der Ball geht bei uns in durch die Abwehr. Bottrick ist doch auch einfach geil. Immer raus, sind wir wieder im Angriff. Aber der Ball ist schon wieder weg. Da ist aber schon wieder in unseren Reihen. Wir sind wieder weg. Das ist wieder da, das ist wieder weg. Und jetzt haben wir erstmal selber alle Ball wieder auf die Linken an, der Strafraum. Geh rein, Toni. Geh rein. Richtig. Ball kommt auf Dennis Maas. Ich glaube, wir machen hier immer. Wir machen einen guten Zauber hier. Das ist hier in 10 Minuten. Das ist hier. Reiß. Das ist null. Schütze Dennis Mast. Geil. Einfach geil. Und wir haben die 30. Minute. Es rennt alle zu. Alle auf der Bank, genau. Alle zur Bank. Da hast du schon Ball, aber schon wieder in der Mühe. Richtig, ich kriege die. Das ist zweimal Dennis Maas zum 1-0 und zum 2-0. Und dann haben wir noch den Angelo Haug. Dennis Maas zum 1-0 und 3-0. Und Haug macht das 2-0. 12., 18. und 30. Minute das Ganze. Gut. Ein bisschen schreibe ich mir ja mit, Bruno. Sehr gut, sehr gut. Ich bin so stolz auf dich. Okay, jetzt über links war gefällt. Spitzelt und wird gefault, ja. Also so unnötig. Spitzelt sich den Ball vor und der Plauner erwischt den Wagefeld noch am Fuß und der Weigi macht gleich Also, es schnitt wirklich mit fast 5000. Das macht so Spaß. Der Kopfballstaffett angekommen im Mittelkreis. Also Hauptmann da jetzt rechts raus. Ich muss einfach sagen, das ist so ein geiles Wochenende. So, Flanke kommt rein auf Delmer in 16. Aber verspringt der Ball, dass Blau nicht lernen kann. Aber Delmer noch mit dem Fuß dazwischen auf Hauptmann. Und jetzt den Doppelpass auf Delmer und schießen. Oh, schade. Jetzt, ja! 4-0! Situation eigentlich geklärt, Gas und verspringt der Ball beim Klären und Angelo starrt ab und ich gucke gleich zum Linienrichter, er stand wie schon abseits, nein. Linienrichter geht gleich zum Mittelkreis, super, 4-0, 71. Spielminute, Schütz Angelo auf, weiter mit der Schütze, Patrick für Halle TV. Du musstest raus, hast bis dahin ein überragendes Spiel gemacht, aus meiner Sicht. Was war der Grund der Auswechslung? Also ich glaube, also heute normalerweise, ich wollte, also das war nicht fix, ob ich spielen muss oder nicht. Also gestern, ich habe das erste Mal mit der Mannschaft zusammen trainiert und danach, ja, der Trainer hat, also ich habe entschieden, wer mein Ziel und ich muss also die Zähne beißen bis 60 Minuten und danach kann ich raus. Ja, weil ich bin noch nicht 100% fit. Aber wir müssen uns jetzt keine Sorgen machen, dass wir den Patrick Moaya jetzt im nächsten Spiel nicht sehen? Nee. Also bis dahin haben wir noch viel Spiel und ich glaube, ich beiß meine Zähne und ja, ich muss wieder auf dem Platz stehen. Patrick, wir wünschen dir, dass du schnell wieder richtig fit bist, aber wenn du so spielst wie heute, dann brennt da hinten nichts mehr an. Glückwunsch. Okay, Dankeschön.